Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu endlich einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mord. Hei. Das waren turbulente 14 Tage jetzt, die ich hinter mich gebracht habe. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich aktuell nicht streame und dass ich angekündigt habe, dass ich ein paar Let's Plays aufnehme für die Zeit, in der ich nicht streame, als Ausgleich, die dann quasi auf den Kanal hochgeladen werden. Und ich bin echt froh, dass ich mir die letzten zwei Wochen quasi so YouTube und Creator-Tum freigenommen habe, weil, verdammt nochmal, das war nötig. Die letzten zwei Wochen waren so viel stressiger als meine reguläre Arbeitszeit. Oh Gott. Es ist einfach alles zusammengekommen. Also eine Sache ist, das haben wir ja schon vorher geplant, deswegen habe ich mir unter anderem auch freigenommen, einen Welpen adoptiert. Einen kleinen Shiba Inu-Welpen, der so unglaublich viel Energie hat und so viel Chaospotenzial hat, aber auch so super niedlich ist, dass ich sehr viel Zeit natürlich mit dem Hund verbringen wollte und auch verbracht habe. Und das ist ja auch alles schön und gut. Aber das Blöde ist, dass ich genau eine Woche, bevor wir den Hund quasi bei uns aufgenommen haben, Merlin perfekt getimed den Fuß gebrochen hat. Und das hat bedeutet, dass ich jetzt die letzten zwei Wochen mich basically um den Hund, den neuen Welpen und Merlin und die Katzen und den Haushalt noch irgendwie so gekümmert habe. Und das war echt anstrengend. Und zum Glück ist der Kleine jetzt nicht mehr ganz so klein. Na, zwei Wochen sind in so einer Welpenentwicklung eine lange Zeit. Der hat jetzt schon viel gelernt, der hat sich eingelebt, der kann jetzt auch schon... Stubenrein. Zumindest stubenreiner, als er vorher war. Und unkomplizierter und Merlins Fuß geht es zum Glück auch wieder gut. Und das hat eben auch den Vorteil, dass ich jetzt endlich wieder Zeit habe, dass ich mal ein paar Let's Plays aufnehme. Ich wollte es wirklich schon seit zwei Wochen machen, aber es kam jetzt einfach alles zusammen. Naja, Leute, okay. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz Berserker-Mod. Ich muss jetzt wirklich ganz kurz mal mir alles kurz angucken, weil ich habe jetzt nicht nur diesen Mod, sondern Resident Evil 4 allgemein seit über einem halben Jahr nicht mehr gespielt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen muss. Was jetzt wahrscheinlich auch witzig wird am Anfang, weil wir betreten jetzt gerade das Schloss und ich weiß nicht mal mehr, wie die Steuerung funktioniert. Das könnten interessante Kämpfe werden. Ich bin mir sicher, ich komme schnell wieder rein. Ich habe Hunderte von Stunden in dieses Spiel gesteckt, aber jetzt erstmal, na, ist natürlich lange her alles. So, okay, das ist unser Equipment. Ich habe alle Waffen auf Schnellslots. Gut. Habe ich auf irgendwas gespart oder so? Wollte ich mir was kaufen? Wir haben... Echt? Wollte ich die behalten und hochstufen? Wollten wir keine andere Pistole? Wollen wir nicht die Blacktail vielleicht? Habe ich die Waffe schon abgegradet? Habe ich die schon getuned? Ja, die Angriffskraft. Ein bisschen aber nur, ne? Da habe ich noch nicht so viel reingesteckt. Die Blacktail kann halt durch mehrere durchschießen, ne? Na, weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt brauche. Wisst ihr was? Bleiben wir bei der... Oder? Die gute alte Standardpistole. Guten Händen, Partner. Keine Sorge. Okay, wir haben Kohle. Wenn du auch eine Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Geld haben und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das für irgendwas sparen wollte, ne? Und jetzt hau ich's raus, aber... Mein Gott. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Probier mal, wie sich das anfühlt. Okay. Jemand wie du sollte kommen, jederzeit wieder. Jemand wie du sollte jederzeit wiederkommen. Ich weiß nicht, warum Ashley rote Haare hat. Ich weiß nicht, warum wir eine Sonnenbrille aufhaben. Let's go. Ich habe mich hier wahrscheinlich schon umgeguckt, oder? Boah, shit, ich muss dringend irgendwie die Bildschirmhelligkeit hochdrehen. Ich sehe ja gar nichts.
Wartet mal kurz. Ich glaube, die Aufnahme ist auch recht dunkel, wenn ich so in mein Aufnahmefenster gucke. Ist immer schwer zu sagen, ob es nur mein Bildschirm gerade liegt. Aber ich würde da vielleicht, wenn es geht, irgendwo die Helligkeit ein bisschen stark erhöhen. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen zu hell, aber jetzt sehe ich wenigstens was. Das werde ich noch feintunen, aber jetzt will ich einfach mal eine Folge aufnehmen, ey. Noch so langer Zeit. Endlich komme ich dazu. Ich will jetzt nicht in den Einstellungen rumpopeln. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Guck mal, das fällt mir jetzt erst auf, weil mein Bildschirm so dreckig ist. Dass da Dreck auf der Linse ist. Da ist Dreck auf der Linse vom Zielfernrohr. Guck mal, so unten rechts im Eck, wo der weiße Strich aufhört, da sind so ein paar Kleckse. Und ganz unten links ist ein kleiner Klecks. Ich dachte echt gerade, das ist so Dreck auf meinem Bildschirm. Krass. Okay. So, gucken wir mal, ob wir wieder den Gratis-Loot hier kriegen. Schießbudenfiguren, das haben sie tatsächlich nicht geändert. Ich bin gespannt, was jetzt, ne, ob sie da was verändert haben. Weil das ist ja jetzt ein spezieller Gegner, der ist ja geskriptet. Der agiert ja quasi nach einer Fest. Aha! Da haben wir es schon. So viel dazu. Ashley, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie ich dir Kommandos gebe. Hierher! Moment! So, haben wir zufällig eine Blendgranate? Können wir eine Blendgranate schon craften? Ja, kann ich. Die würde ich dann gerne mal benutzen. Nicht schlecht, ne? Puh. Verletzt? Nein, alles gut. So, das war gleich mal eine schöne Überraschung, ne? Ein herzlicher Empfang. Oh, guck mal, wir haben noch irgendwas getötet. Ah, wäre da auch noch der geskriptete Tentakelkopf gewesen, ne? Wahrscheinlich. Oh, shit, Messer, genau. Okay, Achtung. Ah, oh, Steuerung. Ich muss echt wieder reinkommen. Aber es geht schon. Es geht besser, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich dachte mir so, oh Gott, jetzt nach einem halben Jahr blind in diesen Mod starten, das wird was. Aber es ist okay. Hey, übrigens, wenn ihr im Hintergrund ein leichtes Rauschen vernehmt, ich hoffe nicht. Ich denke, es wird nicht schlimm sein. Aber ich habe neben mir einen Ventilator stehen, der mich Vollgas bepustet, weil anders ist es hier oben nicht mehr auszuhalten. Ne, das ist jetzt im neuen Haus der erste Sommer, in dem ich hier oben in meinem Büro arbeite. Und das ist ja, wie ich schon mal erklärt habe, im Dachgeschoss. Und da wird so unerträglich heiß. Herr, ohne Scheiß, manchmal... Oh... Guckt mal. Willst du mich verarschen? Hey, will der mich echt verarschen? Es wäre so lustig, wenn der nicht zuschlägt. Es wäre so gut. Da würde ich echt sagen, Touché-Spiel. Nein! Ah, das ist so gut! Das ist wirklich lustig. Ich habe ein bisschen Angst, dass die mir jetzt dann gleich in den Rücken fallen, aber ich muss zugeben, das ist lustig. Na komm. Un forastero. Es nimmt kein Ende. So, es hat ein Ende genommen, Leon.
Warum lag die denn da auf dem Boden? Was ist denn da passiert? Habt ihr das gesehen? Ich war das nicht. Das Ada wahrscheinlich, als die sich hier durchgeschwungen hat, kurz vorher. Oh, das war definitiv ein Headshot. Lame. Cheater-Spiel. So, ich bin sehr gespannt, was uns jetzt da oben erwartet. Ich bin mir sicher, hier haben sie sich was super Gemeines einfallen lassen, ne? Katapulte allein schön und gut. Aber wetten, da geht noch was super Gemeines. Hör da was. Kommen die von hinten wirklich, wie ich schon vermutet habe? Oder bilde ich es mir ein? Ich gehe lieber nochmal die Treppe runter und guck mal. Aber vor allem benutzen wir hier jetzt die Abkürzung, ne? Ich gehe runter. Ich höre da definitiv was. Wusste ich's doch. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, ihr Schweine? Ich hab's doch genau gehört, dass ihr euch da von hinten anschleicht. Zum Glück sind die wirklich schlecht im Anschleichen, das muss man sagen. Meine Güte. Ich habe noch nie so schlechte Anschleicher gesehen. Schnell! Wir schleichen uns von hinten an! Aber seid leise! Er darf uns nicht hören! Nein! Feuerkugel! Oh! Ich fühle mich um diesen einen Schuss betrogen gerade. Das war cheap einfach nur. Dude, willst du mir erklären? Ach so, deswegen, okay. Ach. Die Dinger sind einfach so lächerlich zäh, oder? Hey, ich stecke jetzt alle meine Munition, die ich habe, in den rein. Ohne Scheiß. What the fuck? Oh, ich habe mich gerade ein bisschen wie ein Wookie angehört, oder? Das war keine Absicht, aber das könnte ich üben. Dann könnte ich die Kunst des Wookie-Daseins verfeinern. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Ja, das ist blöd, ne? Könntet ihr bitte aufhören, Geld zu droppen, sondern mir ein bisschen Munition geben? Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt hier anfange, irgendwie mit Magnum-Munition auf die Trottel zu schießen. Ah, okay. Hilft ja nichts. Un Forastero! Ich hab mich ganz schön erschrocken. Ups. Hab mich auch ganz schön erschrocken. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Hey, wenn ich jetzt noch einmal Geld krieg, statt Pistolenmunition oder so, dann muss ich ein bisschen weinen. Ich bin erstaunt, wie unverändert die Passage bis jetzt ist, ne? Abgesehen davon, dass viel mehr von denen kommen. Moment mal, soll die Tür verschlossen sein? Geht nicht auf. Wirklich?
Ja, kann schon sein. Stell dich nicht so an, Leon. Ist überhaupt nichts passiert. Geh an die Kanone, Leon. Noch einmal! Der geht auf mich. Das war mein Fehler. Komm schnell. Wer lädt eigentlich die Kanone nach? Wer ist eigentlich hier so der coole Kanonier? Da ist ja noch ein Katapult. Kann man eigentlich? Ich hab's noch nie getestet. Ja! Man kann mit der Kanone auf Medaillen schießen. Und zwar gar nicht schlecht. Nice. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Das hätten wir. Gut. Warn mich doch wenigstens. Mit Kanonen auf Medaillen schießen. Man kennt das alte Sprichwort. Oh oh. Oh! Oh! Mit euch habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Oh, ich habe mir selber eine Sackgasse gebaut. Okay, ruhig bleiben. Cool bleiben. Wir gehen ins Crafting-Menü. Wir bauen uns nochmal ein bisschen TMP-Munition. Wir laden ganz schnell nach. Jetzt machen wir mal ganz kurz. Ashley, bitte nicht sterben jetzt, weil wir springen hier runter. Oh, die Stingray geben sie einem hier. Okay, okay. I guess, die kann ich gerade ganz gut brauchen. Gut, dass die andere gerade leer geworden ist. Natürlich, natürlich. Natürlich sind da Würmer drin. Da ist der Wurm drin halt immer. Ey, 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 ey. Warum droppen die alle nur Geld? Wollen die mich echt verarschen? Ist das der Mod, der die Drop-Rates auch ein bisschen verändert? Weil eigentlich, ich meine, ich hatte in meinem ersten Playthrough in Resident Evil 4 tatsächlich ab und zu Munitionsprobleme, aber den habe ich halt auch gleich auf Hardcore gestartet, ne? Das ist halt nochmal was anderes. Hier habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel schon sehr knausrig mit Munition ist. Sehr knausrig. Ist nicht hier irgendwo die Medaille? Es ist ein bisschen her, aber müsste nicht hier irgendwo die Medaille sein, die mir noch fehlt? Jetzt gehen wir nochmal schnell da rum, Ashley. Pidi-bum. Beryl, where's Beryl? Weil der Stein gerade so hieß. Egal. Egal, ihr versteht den Witz schon. Und wenn nicht, so gut ist er nicht. Macht euch keine Gedanken. Habt nichts verpasst. So. Hier nochmal ein bisschen Geld. Da nochmal ein bisschen Geld. TMP-Munition geben die mir aus irgendeinem Grund gerade ziemlich viel. So, jetzt schauen wir uns nochmal schnell um, damit wir noch schnell die fehlenden Spinellis finden.
Oh, hier ist noch ein Plus-Schatz. Den sollte ich mir schon mitnehmen. Wenn der Berserker-Mod schon so gemein ist, ne? Dann sollten wir wenigstens nichts verkommen lassen. Muss ich nochmal runter? War da im... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist auch wurscht. Sehen wir gleich. Also einer müsste definitiv von hier aus sichtbar sein, oder? Ja, genau. Puh. Das war ein guter Schuss. Leon, ich bin stolz auf dich. Ist da wirklich einer unten? Ah, tatsächlich da. Ich frage mich, wie Leon das immer schafft, dass der die Kugeln aus dem Magazin rauspopelt und in ein neues reinpopelt. Aber super schnell, ne? So raus, fummel, fummel, rein und das Magazin ist wieder voll und keine Kugeln wurden verschwendet. Ich mag diese Videospiellogik. Ich meine, es gibt auch Videospiele, die machen das Hardcore. Die sagen, nee, 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 nee. Du hast gerade ein Magazin rausgenommen, die Kugeln sind weg. Hat auch was. Das macht zum Beispiel Helldivers 2, ein Spiel, das ich auch sehr gerne mag. Und das will halt aber auch gemein sein, ne? Insofern, ah ja, genau. Warte mal, zwei Sachen sind da noch zu holen. Dieser DLC-Schatz. Da würde ich gerne mal gucken, wo sich der befindet. Wahrscheinlich da unten. Gehen wir nochmal schnell rum. Und irgendwo liegt anscheinend noch Crafting-Material, das ich liegen lassen habe. Das sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Ah, da oben. Okay, auf der anderen Seite. Und das Crafting-Material, habe ich das auf der Treppe vergessen? Oder... Sieht so aus, als hätte ich es oben auf der Treppe liegen lassen. Na, gehen wir nochmal schnell. Ja, ja, genau. Jetzt haben wir neben unseren drei Katzen eben auch noch den kleinen Fuji. Der uns die Hölle heiß macht. Wir wussten, auf was wir uns einlassen. Wir wussten und wir wissen, dass Shiba Inus nicht die einfachsten Hunde sind. Sind allgemein dafür bekannt. Sehr sture, eigensinnige, eigenständige auch. Aber auch sehr tolle, sehr stolze Hunde zu sein. Und damit muss man leben. Das Schwierige ist halt wirklich, wisst ihr, mein Stand an Hundeerziehung. Also erstens betrifft meine Erfahrung mit Hundeerziehung eher so normale Hunde. Und mein Stand der Hundeerziehung ist über 10 Jahre alt. Das heißt, was ich noch so gelernt habe in der Hundeschule und was ich noch so drin habe, ist so dieses Rudel-Alpha-Verhalten. Ne? So dieses, man muss hier da Obermufti sein und bliblablub und so weiter. Und das ist erstens teilweise schon relativ veraltet. Und zweitens, und das ist noch viel wichtiger, bei einem Shiba Inu nicht anwendbar. Bei Shiba Inus kann man nicht wirklich effektiv mit Druck erziehen. Das funktioniert nicht. Wenn du versuchst, einen Shiba Inu zu brechen, dann brichst du vorher. Nee, beziehungsweise macht man dann einfach nur das Verhältnis kaputt. Und das ist das Wichtige. Zu einem Shiba Inu braucht man einfach ein gutes Verhältnis. Wenn der dich mag, dann klappt das meiste auch. Und Shiba Inus hören auch, aber... Du musst ihnen schon einen guten Grund geben zu hören. Die hören jetzt nicht zum Spaß. Und das sind alles so Sachen, die muss ich mir erst antrainieren. Weil ich hab's halt einfach so drin, weißt du, wenn so ein Hund... Also ich meine, er ist ja jetzt noch ein kleiner Welpe, aber wenn so ein junger Hund so richtig abgeht, ne? So ein Retriever oder ein Labrador oder so, wenn die so richtig in der Trotzphase sind und so richtig spinnen... Dass man die dann auch mal auf den Boden drückt und ins Ohr zwickt und anknurrt und sagt so, hey, 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 hier bin immer noch ich der Chef, jetzt mal ganz ruhig hier. Und das kann man halt bei einem Shiba Inu nicht machen. Und das muss ich auch erst lernen. Das Empfangskomitee! Aber wir sind da, glaube ich, in ganz guten Händen. Ich habe das Gefühl, die Hundetrainerin, bei der wir jetzt sind... Jetzt nächste Woche darf er zum ersten Mal in die Welpenschule. Die ist da ziemlich fit, was das angeht. Das kriegen wir schon hin. Shit.
Okay, 3 reicht. Ich wollte so viele Köpfe wie möglich zum Platzen bringen, bevor ich eine Blendgranate benutze. Hä? Warum ist denn die Blendgranate... Hä? Seht ihr das? Das war weird, oder? Aber gut. Ja, weil es sind eh schon alle 4. Bam. Ich wusste, dass den Würmer aus dem Kopf kommen, weil in dem Mod immer Würmer aus dem Kopf kommen. Immer. Es kommen öfter Würmer aus dem Kopf, als keine Würmer aus dem Kopf kommen. Und deswegen wollte ich so viele Köpfe wie möglich zum Mutieren bringen, bevor ich die Blendgranate einsetze. Das war ziemlich gut. Muss ich mich schon mal selber loben. Das habe ich sehr gut gemacht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Knöpfe funktionieren, ne, das wäre absolut verrückt. Aber gut. Ich bin noch ziemlich fit eigentlich. Ich kann hier mal ein bisschen Platz machen, indem ich die Pistole nachlade. Da haben wir ein paar Schuss gefunden. Laden wir die 2 Kugeln noch in die Magnum. So. Wow, warum droppen die denn Magnum-Munition? Warum droppen die wirklich Magnum-Munition? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ha, vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück zum Händler. Komm mit. Gehen wir noch mal schnell zurück, speichern vorsichtshalber. Bevor ich da jetzt weitergehe. Diese 2 Magnum-Munitions-Drops haben mich ein bisschen unsicher gemacht. Wer weiß, auf was die mich vorbereiten wollen, ne? Gucken wir mal. Leon kann laufen wie die Schwalben über Fujiyama. Die können nicht sehr gut laufen, nämlich. Naja, kann man nichts machen. Ich glaube, Schwalben sind nicht gerade als die besten Renntiere bekannt. Es wäre unfair. Schwalben sind doch so super krasse Flieger, ne? Die können ja irgendwie super schnell und super krasse Manöver fliegen. Wenn die auch noch gut laufen könnten, das wäre einfach nur gemein. Das wäre allen anderen Tieren gegenüber unfair. Dein Auftrag ist vom Tisch, was? Oh, sieh dich einer an. Na dann, was kann ich für dich tun? Vielleicht will ich was tauschen. Nein, ich spare, glaube ich, tatsächlich Spinellis. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns gut, okay. Gegangen. Das Schießpulver könnte ich tatsächlich brauchen, ne? Aber so ein Raketenwerfer wäre bei manchen Bossen schon ziemlich fancy. Gerade jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremd. Oh, wisst ihr was? Ich verkaufe jetzt die SRM. Die habe ich nie so ganz auch verstanden. Deshalb braucht ihr nur wieder etwas Pflege. Ich habe nämlich das Gefühl, die meisten Waffen im Spiel haben ihre Vor- und ihre Nachteile, ne? Und sind so ein bisschen, man kann drüber streiten und jeder hat so seine Lieblingswaffen. Aber ich finde, die ist einfach scheiße im Vergleich zur Stingray. Kann die irgendwas besser als die Stingray? Ist die in irgendwas besser? Ich glaube nämlich nicht wirklich. Nee, die ist einfach wirklich in absolut allem schlechter. Absolut allem. Die kann halt wirklich nichts, ne? Vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, wenn die ihr Goldticket-Tuning kriegt, ne? Vielleicht kriegt die irgendeinen coolen Bonus dann, und wird dann. Was kann ich aber, für dich tun? Nee. Weg damit. Oh, danke. Das Geld. Viel. Ob Rubine oder Ramsch. Danke. Danke. Das stecken wir jetzt gleich in die Stingray, nämlich für mehr Feuerpower. Wie du es haben wolltest. Und ein bisschen mehr Feuerrate. Probier mal, ob's passt. Ja, komm. Langsam verstehen wir, komm. Raus damit. Gut, speichern wir mal. Okay. Ashley. Weiter geht's. Gehen wir zurück zum Tor. So. Der Mod hält einem munitionstechnisch schon immer ganz schön unten, ne? Naja. Wird schon klappen.
Ja, oh, muss gerade niesen. Okay, gehen wir noch durchs Tor. Gehen wir noch durchs Tor? Eigentlich ist es ein guter Cliffhanger. Wir gehen beim nächsten Mal durchs Tor. Wahrscheinlich finde ich da drin dann einfach nur eine Schreibmaschine und ich hätte einfach dort speichern können und sonst ist da nichts mehr. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute Schluss, weil dann kann ich auch mal gucken, ob von der Soundabmischung und so weiter alles in Ordnung ist. Nicht, dass ich irgendwie 2 Stunden aufnehme und dann ist alles kaputt. Dankeschön fürs Dabeisein. Sorry für die Verspätung. Aber wir werden jetzt noch ordentlich viel Berserker-Mod spielen. Ich werde jetzt die nächsten 2 Wochen, bevor ich wieder zu streamen anfange, nochmal sehr viel Zeit hier in Aufnahme von Let's Plays, von Berserker-Mod-Let's Plays stecken, damit wir zumindest den Schlossbereich hinter uns bringen und dann vielleicht Anfang nächsten Jahres in der nächsten Auszeit dann vielleicht noch die Insel. Dann haben wir das. Schauen wir mal. Auf jeden Fall Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.